Ja, schönen guten Tag, Klaus Kempe, und ich habe einen besonderen Ehrengast, Wolfgang Beitz, Künstler, Pianist, Maler, aber auch Unternehmensberater in Sachen Motivation, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig. Und ich sag mal, das ist natürlich irgendwie mein Thema. Wir duzen uns, ich kann auch weiter du sagen. Das Wolfgang, Managergeheimnisse kennst du auch. Kenn ich, ja. Ja, leider bist du da nicht drin, das ist irgendwie ein Fehler. Stimmt immer. Aber der Hintergrund, den habe ich ja immer versucht bei Unternehmern herauszufinden, was ist Kreativität, wie viel Kreativität braucht man, muss ein Unternehmer ein Künstler sein, wie ist da deine Meinung zu? Also mit Unternehmer Künstler sein ist natürlich eine Frage überhaupt, ob nicht jeder ein Künstler ist, wie der Beuys mal war. Ja, da gab es natürlich heftige Kontroversen in dem Gebiet, weil Kreativität ist natürlich ein weitester Begriff, den kann jeder haben. Den kann ein Kind haben, das losgabelt und einen Mordspaß am Leben hat und schon ist es kreativ, könnte man sagen. Jeder Erwachsene kann natürlich kreativ sein, aber jetzt ist die Frage des Bewusstseins, ob es ihm bewusst ist, dass er kreativ kreiert. Das ist ja der Punkt, Bewusstsein über das Bewusstsein sozusagen. Bewusstsein im Kreieren von Dingen, und Künstler in der Regel, und da sind die für gedrillt, geübt und nur das machen sie, haben Bewusstsein, Ästhetik und Kreativität ja ganz bewusst einzusetzen und auch, und das wissen viele nicht, auch methodisch übrigens. Das ist nicht nur einfach mal so aus dem Lament, aber die Ästhetik ist eine riesige Theorie, und da gibt es unheimlich viel wissenschaftlichen Hintergrund. Seit den alten Griechen schon ging das los, da zum Beispiel Aristoteles sprach über das Erhabene zum Beispiel. Da ging das schon los. Erhaben ist, man ist frei von den täglichen Dingen des Lebens oder macht sich von frei, um von außen zu schauen, und auch eine Führungskraft möge das tun, dass er nicht nur introvertiert in seine eigenen Probleme sich ärgert und aufgrund der Ärgernis dann nicht vorankommt mit den Leuten. Wenn die sich ärgern, dass er sich ärgert, und dann ärgert er sich wiederum, dass die sich ärgern, dass er sich ärgert, und so ist das eine Spirale nach oben. Und das Spirale nach oben gibt es ja auch. Mein Lieblingsding ist ja Projektentwicklung, und da geht es ja auch über, was ist aus einer alten Fabrik noch zu machen oder aus einer etwas heruntergekommenen Immobilie vielleicht abreißen, vielleicht umbauen, vielleicht neu bauen. Ja, das ist ja genauso. Und da ist die Frage, ist die Kreativität jetzt beim Initiator oder beim Architekten? Jetzt muss ich erst fragen, bist du denn ein Initiator, Architekt? Nicht, dass du dich zurückgesetzt hast. Nee, ich bin ja nicht der Architekt, ich bin der Initiator. Ich habe mir ja was vorgestellt. Wenn ich das sehe, dann habe ich eigentlich eine Idee, für welche Zielgruppe Mieterkäufer das in Frage kommt. Und dahin setze ich es um. Ja? Ich mache es ja nicht für mich. Ja. Also dann bist du schon mal der Ideenträger. Der Architekt wäre, wenn das ist, der Ideenumsetzer. Beides ist eine Art von kreativer Prozess. Aber der Höhere ist ja erstmal die Idee zu haben und zu wissen, wie man sie umsetzt. Und wie man es im Detail dann umsetzt, ist dann ein mechanischer, aber auch durch viel Erfahrung sich antrainierter Vorgang. Ich darf auch sagen, also ich habe es mit vielen Architekten probiert, es klappt ja nicht mit jedem. Ne? Wenn das nicht richtig zusammen harmoniert oder wenn er das nicht versteht, dann wird man schnell ungeduldig und dann wird es schwierig, wird es frustrierend, dann gibt man lieber auf. Da geht es immer natürlich bei der Wellenlänge, die ist ähnlich oder nicht ähnlich. Und wenn man, das weiß jeder von Dingen im Leben oder Menschen, mit Menschen im Leben, entweder ist es fast zusammen oder nicht, es gibt eine gemeinsame Chemie oder nicht, ist natürlich entscheidend. Toll ist natürlich, wenn das so zusammen harmoniert, so kreativ zusammenkommt, dann ist das natürlich ein Hammer unter Umständen. So, jetzt so für unsere Verkäufer oder für die Leute, die hier so sich mit diesem Verband engagierter Manager, mit dem Expansion auseinandersetzen, was ist so der Knackpunkt, was könnte man denen sagen, was kann man denen mitgeben? Ja, die Frage ist jetzt, inwiefern einer, und das Thema sollte ja auch Ästhetik sein, Kreativität auf der einen Seite, Ästhetik auf der anderen Seite. Ästhetik ist unter anderem erstmal eine Wahrnehmung, eine Empfindung, wenn man sie hat, kann aber auch eine gezielt eingesetzte Methode sein, um mit Dingen anders umzugehen. Also im Grunde genommen, wenn man in Dinge introvertiert ist, jeder, wenn er, was weiß ich, der hat 100 Telefonate am Tag zu machen, und sagt, jetzt habe ich die Nase voll. Deshalb ist bei der Werbung immer eine schöne Frau oder Kinder oder Hunde da. In der Tat. Da hat man die Ästhetik drin oder so und verarbeitet das entsprechend. Ja, das ist so irgendwas auch, natürlich. Natürlich. Manche gucken da drauf, die gucken dann aber weniger auf das Thema als mehr auf die schöne Dame zum Beispiel. Aber der Zweck ist insofern erfüllt, als er immer schon mal dabei bleibt. Vielleicht hört er dann auch noch zu. Insofern ist da eine Coincidence in der Tat, ja. Aber die Frage ist trotzdem, wie kann einer im täglichen Büroablauf, sagen wir mal, Tätigkeitsablauf, wie kann er kreativ sein? Kann jeder? Viele unterschätzen, dass man aber auch, um kreativ zu sein, muss man Ordnung haben. Ohne Ordnung geht das gar nicht.
Das heißt, oft sagt der Picasso, sagte, 90% vom Künstler ist Schweiß, 10% Inspiration. Oder manche sagen, noch mehr Schweiß und noch weniger Inspiration. Das heißt, das gehört auch dazu. Nur unordentlicher Künstler gibt es eigentlich nicht, sonst ist er kein. Aber manche, sagt man ja, waren Chaoten und waren trotzdem kreativ. Ja, also das Chaos setzt man ja heute ja bei Startups auch bewusst ein und sagt, die müssen aus anderen Denkbahnen ausbrechen, um kreativ zu sein. Ja, aus anderen Denkbahnen ausbrechen ist natürlich ein Zauberwort. Querdenken auch genannt von manchen oder wie auch immer. Es gibt da Theorie von Gehirn, jetzt linke, rechte. Linke ist mehr Systematik, Logik, Vernunft. Rechte ist mehr Kreativität, Motivation, aber auch Inspiration, Intuition und so weiter. Wenn man das zusammenbringen kann, ist natürlich ideal. Nur die Frage ist immer, wo ansetzen? Das machen wir beim nächsten Mal. Ja, gut. Wir können jetzt nicht alles verraten. Ich denke mal, vielen Dank erstmal. Ich glaube, wir haben das Thema ganz gut erfasst. Du machst bei deinen Seminaren das auch so? Oder hast du da noch besondere Techniken? Da die kommen auch beim nächsten Mal. Die machen wir jetzt noch nicht. Ja, kann ich gerade sagen. Aber die hast du schon dafür. Natürlich. Interessant. Interessant. Vielen Dank. Gut, bitte.